Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flife. Wir sind wieder in den Dungeons. Ich weiß, langsam wird es ein bisschen langweilig, aber dadurch das Drop-Event momentan ist einfach. Momentan ist, muss ich es einfach ausnutzen, so rum. Deswegen machen wir es jetzt nochmal, wobei ich halt. Also ich bin vorhin essen gewesen beim Griechen. Oh ja, war richtig nice. Der Grieche heißt sogar Pallas und mein Char-Name, mein BP hieß ja Hallas. Passt sogar. Könnte man fast meinen, ich gehört zu dem Laden. Aber ich esse da nur zweimal die Woche. Joke. Nein. Aber ja, da habe ich meine Party vorhin verloren und dann habe ich noch was anderes gemacht. Also war bis 21:30 eh nicht daheim, aber dann habe ich noch was anderes gemacht und dann, ja, mein Gott. Okay, jetzt ist eins, aber ich habe schon mal Dungeons ohne Skills gemacht und irgendwie habe ich dann vergessen, dass ich ja keine Skills jetzt habe. Deswegen habe ich die Party nicht hochgelevelt, aber ich hatte sowieso keinen Bock drauf. Also ich habe es einerseits vergessen. Also weil ich jetzt vorhin geschaut habe, weil ich wollte Skills anmachen und habe dann erst gemerkt, oh, ich habe aber keine, weil die Party noch Level 1 ist. Aber ich hatte auch keinen Bock und das ist mir danach wieder eingefallen. Ja, ich bin etwas neben der Spur, ich weiß. Aber ja, die Party hochzuleveln. Ich meine, wenn man Zeit hat und wenn man sowieso farmen will, also im Tower Setteile farmen oder so ein Scheiß, dann ist egal. Geht ja eh ruckzuck. Ist eigentlich nicht, es dauert eine halbe Stunde oder so. Aber ja, es geht trotzdem verhältnismäßig schnell. Ist jetzt nicht so ein gigantisch großer Aufwand, aber wenn man jetzt gerade gar keinen Bock hat, die hochzuziehen, dann ist es nicht so geil. Vor allem wegen einem Run, weil ich werde jetzt dann um 2:30 wahrscheinlich keinen Run mehr machen, deswegen, ja, wird das sowieso der letzte Fall sein. Oder vielleicht mache ich noch einmal Tramlok oder so um 2, aber ja, komplett werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Dafür mache ich jetzt keine Party hoch, wenn ich dann eh nicht mehr zock sozusagen. Oder maximal halt noch ein, zwei Runs mache. Aber der Witz ist halt tatsächlich, dass ich, nach der Queen One-Hand-Axe, ich habe jetzt noch ein Hörnes-Sword gedroppt und das war's. Mehr habe ich nicht mehr gedroppt und das, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich mad jetzt auf die Drops, weil, also ich meine, ich habe vorher auch nicht jetzt extrem gut gedroppt, aber ich sag mal, es war normal. Ja, es gab Leute, die haben noch schlechter gedroppt. Natürlich gab es auch Leute, also ich meine, mir wird es erzählt, ja, ich weiß natürlich nicht genau, wie die droppen, wie denn auch, ich bin da nicht dabei. Ich meine, erzählen kann man viel, wenn der Tag lang ist, aber ich denke jetzt mal nicht, dass hier jeder nur Scheiße labert in dem Spiel oder auch auf YouTube oder sonst wo. Deswegen einfach nur von dem, was mir so auch geschrieben wird, bin ich so mittendrin, würde ich sagen. Ja, nicht bei den Lackern, aber auch nicht bei den ultra krassen Pechvögeln. Aber ich glaube, jetzt beim Secret Drop Event könnte ich mich schon eher zu den ultra krassen Pechvögeln zählen, weil ich habe jetzt vier Waffen gedroppt seit dem Secret Drop Event. Ne, fünf. Fünf, Entschuldigung, fünf. Ja, keine statted. Zwei waren plus. Also Luzakabanake, der war tatsächlich plus 3 oder ist plus 3, weil er ist noch nicht verkauft worden, aber die Preise sind halt so krass gedroppt, dass der auch nichts mehr wert ist. Genau, und dann hat noch vier andere Waffen, also die Sticks, die Axe und ein Jojo. Genau, das war's. Das waren die fünf Waffen, die ich gedroppt habe. Und ich habe heute, also ich habe tatsächlich heute Nacht vergessen, mein PC auszumachen. Oder auch nicht wirklich vergessen, ich bin einfach so eingepennt, weil ich habe einen Run gemacht, noch so um 2:30 oder so. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, ein bisschen Serien geschaut. Also so Shit halt, whatever. Neue Folgen von irgendwelchen Sendungen, die ich hier dann schaue. Supernatural zum Beispiel. Nur um mal eine zu nennen. Ja, aber habe das auf jeden Fall gemacht. Und dann bin ich wirklich, ich bin einfach eingepennt. Das ist mir noch nie passiert. Oder beziehungsweise schon Ewigkeiten nicht mehr. Dass ich einfach so einpenne. Weil normalerweise werde ich irgendwann so müde, dass ich mir einfach nur denke, fuck drauf, mitten in der Serie Abbruch. Ausmachen, nochmal pissen gehen und dann pennen gehen. Ach, das ist mir echt noch nie. Oder es ist, wie gesagt, extrem lange nicht mehr passiert, dass ich einfach so wegpenne. Und dann habe ich halt meinen PC die ganze Nacht angehabt, was nicht so geil ist, aber egal. Nur habe ich da halt dann die Party behalten. Das heißt, als ich dann um 12 aufgestanden bin, konnte ich instant wieder farmen mit Skills direkt. Und habe dann halt bis 6 alle Runs gemacht, die gingen. Jetzt muss ich selber mal nachzählen, wie viel sind denn das dann? 2, 3 Stunden. Ja, vier Runs. Vier Runs, was 12 Dungeons entspricht mit Doppeldrop und Party-Skills. Also selbst ohne Doppeldrop hast du da eigentlich in der Regel mindestens eine Waffe. Und ja, ich habe eine Waffe gedroppt. Eine. Nicht einmal Schmuck. Keine Setteile. Keine Juwelen. Also Topaz, Diamond, Saphir, whatever. Irgendwas halt. Nichts. Und ja. Das suckt schon ziemlich hart. Ah ja, würde ich sagen, ich habe vergessen, mich zu buffen. Fail. Ja, ich habe mich vorhin gebufft und es ist mir eingefallen, dass der Cooldown noch nicht ab war. Oder es ist eingefallen, dass der Cooldown war noch nicht ab, aber ich hatte mich schon vorher schon gebufft und Dela stand jetzt ganz woanders, das habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass der Boy mich noch buffen müsste. Aber ja, wie gesagt, ich bin ziemlich mad, weil ich habe so viele Runs gemacht, so viel mache ich eigentlich nie und ich drop trotzdem normalerweise ohne das Drop-Event besser. Also das fuckt mich ein bisschen ab. Vor allem auch, wenn man so Leute sieht, die einfach im AH halt wirklich 20 Waffen, also du schaust irgendwas im AH nach, waffenmäßig, also checkst halt selber mal die Preise, was ist gerade wie viel wert, ja, und siehst halt, einer hat 5 davon, 4 hiervon, 3 davon, dann gehst du auf die nächsten Waffenkategorie, also von Queens auf Hörnes oder von Lutzaka auf Queens, und da hat er wieder 4 Waffen, nochmal 3 Waffen, dann noch ein anderer Char, der fast genauso heißt, hat nochmal 5 davon, da denkst du dir auch so, okay, alles klar, wieso droppe ich das nicht? Also ja, es ist ziemlich blöd. Weil man sagen muss, viele Leute haben auch noch einen Clock of Hana. Wobei, so viel wie ich, also so viel wie mir erzählt wurde, ist der den Preis nicht wert, weil so ultra viel besser droppst du angeblich damit gar nicht. Und ich meine, der ist schon ziemlich teuer. Das heißt, bist du das Geld, was du... Weil eigentlich kriegst du ja nur Geld durch One-Indexes, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Der Rest ist nur so im 100 bis 500 Mio-Bereich, wenn überhaupt. Und die richtig schlechten Waffen, alle Night-Waffen, alle Elle-Psy-Waffen, weit unter 100 Mio, genauso wie Stick. Also eigentlich nur Knuckle, Bow, Schwert und One-Hand-Axe. Die 4 Waffen, der Rest ist kompletter Bullshit, nichts wert. Das heißt, die Hälfte der Waffen, die du droppst, ist sowieso nichts wert. Aber ja, trotzdem, bist du den Clock of Honor mal refinanziert hast, ja, weiß ich nicht, ob sich der wirklich investitionsmäßig lohnt. Weil meiner Meinung nach lohnt es sich nicht wirklich. Nach dem, was mir so erzählt wurde, ja. Ich habe ihn noch nie selbst besessen. Ich hätte ihn mir holen können beim Weihnachts-Event, habe dann aber lieber die Boxen gekauft, wenn da Scheiße drin war. Aber egal. Ja, meiner Meinung nach ist es nicht wirklich wert. Da hole ich mir lieber einen Blessed Clock of Light, der mir dauerhaft mehr bringt. Ich meine, irgendwann hole ich mir vielleicht auch mal einen Clock of Honor, wenn es den wieder bei einem Event gibt oder so. Ich meine, natürlich hole ich mir den an. Wahrscheinlich. Bevor ich mir wieder so einen Scheiß hole wie beim Weihnachts-Event, diese Drecksboxen, wo eine Bullshit drin war. Wofür ich halt, keine Ahnung, mein halbes Leben verschwendet habe, die zu farmen, aber okay. Trotzdem, ja, wisst worauf ich hinaus will, der lohnt sich anscheinend nicht so dicke. Außer man hat das Geld. Ich meine, wenn man das Geld hat dafür, dann lohnt er sich natürlich schon, aber jetzt in meinem Fall darauf zu sparen, ich glaube das nicht, dass das besonders klug wäre. Ja, wo steht denn jetzt Dealer? What the fuck? Ach, der hat einen DC. Ich dachte es mir nämlich schon, weil eigentlich steht er nämlich immer vorm AH. Schwachsinn. Ja, da steht er auch oft, aber vorm Gildenhaus meinte ich jetzt eigentlich. Ah, mein Gott, ey. Einmal mit Profis arbeiten. So. Ja. Jetzt steht er nicht mal mehr vorm Gildenhaus, what the fuck? Ach nee, er stand vorm Tower. Ja, so oder so, egal. DC ist DC, scheißegal, wo er steht. True Story. Ach nee, aber ich habe ihn vors Gildenhaus gelaufen, aber er hatte einen... Ja, genau, so war das. Okay. Na egal, hoffen wir wieder auf Schmuck im Hörnes Dungeon. Was halt auch lustig ist, im Hörnes Dungeon habe ich, glaube ich, bisher sogar am meisten gedroppt. Zumindest jetzt, wenn es auf die letzten 2-3 Wochen bezogen ist. Und habe halt nicht einmal Schmuck gedroppt. Da wüsste ich eigentlich echt mal gern, wie wahrscheinlich die Droprate von Schmuck ist, weil die ist auf jeden Fall höher als Waffen. Das ist schon mal garantiert. Ich wüsste echt mal gern, wie viel Prozent das so ist. Also wie viele oder wie in wie viele die Wahrscheinlichkeit ist. Also so und so viel musst du kennen, dann garantierst, hast du garantiert einen Schmuckdrop. Das wäre immer ziemlich interessant, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so nicht im Forum steht. Im Wiki meine ich. Ich sage immer Forum statt Wiki, ey. Ah. Goddammit. Naja. Ja, aber ein Log-Event ist bei mir immer noch richtig RIP. Aber das Ding ist, man macht sich immer die Hoffnungen so... Weil das Event geht ja fast einen Monat, also da ist ja auch unten dieser Kalender da ewig viele Tage, wo du denkst, ja irgendwann hat man es schon mal, vor allem wenn man so wie ich mehrere Accounts hat, jeden Tag da einloggen, wobei ich habe es jetzt ehrlich gesagt schon einmal vergessen gestern, weil, ja, dumm, aber es ist, ich habe da noch nie was bekommen und ich habe es gut zugegeben, ich habe es schon öfter mal 1-2 Tage ausgelassen, ja. Aber auch einfach nur teilweise aus dem Grund, es ist so frustrierend, dass du gar nicht mehr dran denken willst, weil dann machst du es nur wieder und dann bist du wieder pisst und dann machst du es am nächsten Tag wieder und bist wieder pisst und am nächsten Tag denkst du dann, oder unterbewusst denkst du dann, ja fick dich, ich vergesse das jetzt, weil dann bin ich nicht mehr pisst sozusagen. Also ich habe da noch nie was Gutes bekommen. Und wie gesagt, das war bei Vibe noch nicht das erste Mal, dass dieses komische Einlog-Event da war.
Weil ich eh finde persönlich, dass es nicht so geil ist, weil es gab ja mal ein richtiges Einlog-Event, also mit Ingame einloggen. Oder war das Ingame? Ja doch, das war schon Ingame. Meine ich zumindest. Jedenfalls war das, also auf jeden Fall war das von den Preisen ganz anders. Also es hat mir vorhin auch jemand geschrieben, dass er es viel besser fände, wenn man irgendwie Scrolls oder so bekommen würde. Er meint natürlich die Chance, dass du dann immer noch irgendeinen Bullshit bekommst, den du nicht haben willst. Ich meine, Upcuts an sich sind kein Bullshit, das stimmt schon. Aber sie sind halt seengebunden. Und drei Stück sind jetzt auch nicht so krass, weil wenn du jeden Tag welche bekommst, hast du am Ende nicht mal ein Stack zusammen und ein Stack wäre vielleicht, was weiß ich, ein Upcut 3 Mio oder so. Und ich meine, du kannst es ja eh nicht mal verkaufen, also das wären halt 300 Mille, nicht mal ganz. Also ist jetzt nicht wirklich krass. Es ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht krass. Gut, ich meine, die müssten dir auch gar nichts schenken, schon klar, aber naja, ich meine, wir wissen alle, wie die Situation bei Websyn ist. Also sie ist nicht so glorreich, dass sie sich erlauben könnten, uns Player komplett zu verarschen und alle mad zu machen. Selbst die das Spiel noch mögen. Aber trotzdem ist es halt einfach, keine Ahnung. Ich finde auch, dass sie die Preise einfach ändern sollten, weil, und wahrscheinlicher machen sollten, halt einfach Sachen reinmachen, die nützlicher sind, weil zum Beispiel auch Vitaltrink X und Refresher heute, das brauchen halt ungefähr 3% aller Spieler und der Rest denkt sich halt, Alter, was ist das für eine dämliche Scheiße? Oder so ein 7-Tage-Pet und 3-Tage-Wings. Wer braucht das, Alter? Und vor allem, das ist das Drittbeste, was du kriegen kannst, ja? Das ist meiner Meinung nach uselesser als die scheiße Upcut-Stones, ey. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, weil, keine Ahnung. Und damals, 2013 meine ich, war das mit diesem Einlog-Event bei Weihnachten. Das war ja, glaube ich, zweimal, aber beim ersten Mal ist nicht. Alter, verpisst du dich jetzt mal, du Hurensohn. Hör auf zu rooten und zu stunnen, du dreckige Missgeburt, ey. Holy shit, der regt mich so hart auf. Er debufft, er stunt, er rootet, er vergiftet, er macht alles. Er ist die. Und ich habe kein Pet draußen, Alter. Erstmal fett sterben hier. Holy moly. Ey, das ist echt der schlimmste Hörnisse. Der macht so aggressiv. Vor allem, er ist so scheiße. Er macht 14.000 nur. What the fuck? Das ist so. Ah, okay, da waren 15. Erstmal beleidigen, damit er noch mehr Schaden macht. Easy. So garantiert man, dass man nicht stirbt. Kappa. Naja, egal, eh nichts gedroppt. Ja, aber trotzdem, der Geek regt mich jedes Mal so auf. Ich gehe da auch mittlerweile eigentlich immer mit Dark Illo hin. Ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht gemacht habe. Einfach nur, damit ich nah an ihn ranlaufen kann, damit er mich nicht schon stunt, bevor ich in Range bin. Und ja, ich weiß, ich habe den Hero Skill nicht geskillt, der mir Range geben würde. Aber ich habe einfach die Edelsteine nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock, die zu kaufen. Teilweise sind die auch nicht mal im AH. Ich weiß nicht, saugt Chars? Naja, die haben keine Diamonds. Also ich habe. Weiß nicht, Diamonds könnte ich sogar noch auf der Bank haben, aber ich habe auf jeden Fall im AH geschaut, es waren nicht alle Edelsteine drin. Ja, können wir jetzt trotzdem noch kurz in Tower Reno gehen? Es waren auf jeden Fall nicht alle Edelsteine drin und ich meine, ich habe keinen Bock, vor allem mir einen ganzen Stack, weil die sind meistens nur stackweise drin oder so 10 oder so 20 und ich bräuchte vielleicht, ja gut, ich bräuchte vielleicht 10, aber ja, es ist einfach nur mega retarded, wie viele die Leute dafür verlangen und zweitens sind die halt auch noch relativ selten geworden. Weiß nicht wieso, früher waren die mal übelst wertlos und scheiße und niemand wollte sie. Ja, vielleicht gab es da die Hero Skills auch noch nicht. Weiß auch noch nicht, wie lange es her ist, ehrlich gesagt. Trotzdem, ja. Und ich finde es jetzt nicht so ultra, what the fuck war das für ein Drop, ey. Holy shit. Nicht so wirklich, Alter, mir fällt das Wort nicht ein. Nicht so, also man braucht es nicht wirklich, so meine ich es. Also, ich meine, es ist nicht schlecht, vor allem eben in so einer Situation wie mit Hörnis, er routet dich und du bist nicht, du bist ganz knapp nicht in Range. Ist natürlich schon nervig, aber es ist eigentlich die einzige Situation, ehrlich gesagt, wo mir jetzt einfallen würde. Übrigens habt ihr die ganze Zeit keinen In-Game-Sound gehabt, weil irgendwie OBS mal wieder rumspinnt. Ja. Das ist die einzige Situation, wo man den Skill meiner Meinung nach irgendwie braucht. In meinem Fall sicherlich im GW, vor allem im GW, da braucht man es natürlich, natürlich Standardbedingungen, vor allem bei den WPs, die da rumjumpen. Ich meine, die springen so schnell, so weit. Wenn du da keine Range-Erhöhung hast, kannst du sowieso einpacken. Von daher ist das natürlich da schon wichtig, aber ich meine jetzt in meinem Fall, wofür brauche ich hier eine Range-Erhöhung? Was bringt es mir, wenn ich von weiter weg das Mob killen kann? Das nächste ist trotzdem dahinter, muss ich trotzdem hinlaufen. Und vor allem die Drops liegen dann so weit weg, dass das Pet gar nicht mehr hinläuft. Das ist jetzt schon problematisch teilweise. Also von daher ist das. Ja, also ich mach's schon, ja, wenn ich die Edelsteine mal bekomme, weil ich drop sogar welche. Also Topaz habe ich und Diamond habe ich. Das heißt, mir fehlen Saphir, Ruby und Emma halt.
Drei Stück, also zwei von fünf habe ich tatsächlich schon einfach nur gedroppt, beziehungsweise die Diamonds waren damals vom Ancient Bow übrig. Aber ja, trotzdem, das ist einfach eine Frage der Zeit, bis ich die habe oder bis ich sie halt mal billig sehe. Aber bisher, also ich weiß nicht, was passiert ist. Früher weiß ich noch, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wirklich, da waren die in jedem Shop für 100k drin. Hat die sozusagen jeder in den Müll geworfen und kein Mensch hat den Scheiß gekauft, ey. Also niemand hat es in den Müll geworfen, aber ich meine halt in den Shops, das hat niemand gekauft. Die waren jeden Tag drin, das hätte ich damals zugeschlagen. Aber gut, da wusste ich das ja noch nicht. Von daher ist das natürlich etwas blöd gelaufen. Aber egal. Jedenfalls, was mich halt richtig aufregt, sind die Drops in den Dungeons. Das Einzige, was mich nicht aufregt, sind die Drops hier im Tower. Die Set-Teile. Vor allem, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber irgendeiner aus Mystical... Lightning 4 Card, nice. Irgendeiner aus Mystical hat hier, also es, die Hälfte der Leute, die in Tower geht, sind aus Mystical. Also ich bin gefühlt der Einzige, der nicht in Mystical ist und auf B5 farmt. Beziehungsweise ein Teil von denen levelt auch, weil die noch goldenes M haben. Also die leveln hier wahrscheinlich sogar. Aber es sind auch einige Heroes da, also es sind viele Leute, die hier entweder Party hochleveln oder wirklich farmen, die man so sieht, und einer hat halt einfach ernsthaft eine gestattete Bilperon-Suit, die ich im AH für 20 Mio verkauft habe, auf dem Boden liegen lassen und hat sie nicht aufgehoben, weil sein Inventar voll war. Aber wenn mein Inventar voll ist, ja, und ich level, okay, ich meine, er hat gelevelt, also wie gesagt, das war einer von den goldenen Ms. Okay, verstehe ich das jetzt nicht unbedingt, weil ich meine, es ist dreifach XP, wenn das Inventar ist, ja, mit Drop-Skills 30 Minuten ist es voll. In meinem Fall. Ich habe noch einen kompletten Invi-Bag hier unten nur für Sachen, die ich da rein tun kann. Also nur für Drops. Und natürlich hier noch den Platz, weil das hier nicht so viel ist. Plus Dela. Also ich meine, ich habe ziemlich viel Inventarraum. Wobei im zweiten Chart jeder von daher zählt es nicht wirklich als extra. Aber ich habe halt immer ein Invi-Bag. Das haben nicht alle Leute. Viele haben es, aber nicht alle. Also von den Farmern haben es viele. Ja, aber trotzdem, ich meine, ich schaue mir dieses, vor allem Set-Teile, Waffen, dass ich, Waffen schaue ich da natürlich auch nicht an. Nur blöd ist, wenn du dann eine AG-Waffe droppst, die liegen lässt. Da habe ich übrigens auch gedroppt, eine Stated STR und STA plus 2 gestattete AG-X. Hier bei Gorgoths, Alter. Habe ich geschreit wie ein kleines Mädchen. Nein, Spaß habe ich nicht. Aber ja, das war richtig episch, ey. Vor allem STR, STA, das sind die beiden, das sind genau die einzigen Stats, die Blade braucht eigentlich. Dex vielleicht noch, aber kein wirklicher Blade steht auf Dex. Eigentlich nur STR und 2 plus 2 ist 4. 4 ist das zweitbeste. Ultra nice. 3 STR, 2 STR wäre natürlich besser. Oder 5 STR, aber ja, bleiben wir mal realistisch. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas mal droppt. Von daher ist es sowieso schon nice. Ist aber im AH für 200 irgendwas Mio. Wurde aber noch nicht verkauft. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er wirklich verkauft wird, weil ich meine, es ist zwar nice gestattet, aber die wenigsten tragen AGX, beziehungsweise upgraden sie noch selber. Die meisten benutzen nur Skin als Skin. Die meisten AG-Waffen werden nur als Skin benutzt. Ich habe ja auch einen Skin, AG-Bow. Genau, aber das fand ich auf jeden Fall richtig krass. Der lässt halt einfach seine Pilperon-Stated-Suit auf dem Boden liegen, wo ich aufhebe. Ich bin nur hingelaufen, habe sie aufgehoben und habe dafür 20 Mio bekommen. Also ich meine, easy money. Ich weiß nicht, wie man... Ja, also ich weiß nicht, ich verstehe sowas nicht. Das ist ja das, was ich schon immer sage. Ich verstehe Leute nicht, die ihre Drops liegen lassen. Wie gesagt, in dem Fall konnte man es verstehen, weil er gelevelt hat. Aber ich schaue mir die Set-Teile immer an, ja. Waffen, wie gesagt, nein, außer meine AG, aber dann ist er RIP. Wobei, das sieht man eigentlich, wenn der AG liegt, weil die Waffen sind golden. Das fällt ziemlich auf zu den ganzen Crap-Waffen, die man sonst so droppt. Trotzdem, okay, da verstehe ich es, aber... Bei Set-Teilen, ich schaue immer nach, was das ist, ja. Ich schaue auch manchmal fünfmal das gleiche Set-Teil an, einfach nur um sicher zu gehen, dass es nicht irgendwas Episches ist, was da liegt. Und boom, da war was Episches. Hingelaufen, aufgehoben, 20 Mio, ins AH gestellt, 20 Mio abkassiert, easy money. Das war, ich glaube, das war das schnellste und einfachste Geld, was ich jemals in meinem Leben verdient habe. In Life. Ja, wobei im Real Life habe ich auch noch nicht so leicht Geld verdient, also von daher. Ja, das ist einfach nur retarded, ey. Also es ist jetzt nichts gegen die Person speziell, er ist sehr, sehr, sieht es wahrscheinlich eh nicht. Aber es ist, ich meine, es ist einfach allgemein so eine Sache, ich verstehe Leute nicht, die das nicht machen. Also nicht anschauen und nicht aufheben. Weil selbst wenn ich level, ich gehe trotzdem Invi lernen, ja, da scheiße ich auf die paar XP mehr. Da gehe ich lieber Inventar lernen, ehrlich gesagt, das ist einfach meine persönliche Meinung. Übrigens hat Dela ein Level Up, er ist jetzt 104, nicht mehr 103. Weil ich die Party dauerhaft auf Level stehen habe, ja, das ist Absicht gewesen, die ganze Zeit. Ich meine, die Party ist eh nicht voll.
Aber ich meine, trotzdem auf Schaden würde der Ranger mehr XP bekommen auf Level der RM. Nur war es halt jetzt die ganze Zeit so, was ich auch schon mal gesagt habe. Ich hatte Schiss, dass Dela tatsächlich abrutscht sozusagen von der Kante, also von der 19 Level Kante und auf 20 runterrutscht und ich ihn nie wieder leveln kann, weil mir alle meine Chars zu hoch sind. Und deshalb habe ich jetzt ja die Party immer auf Leveln gehabt und tatsächlich kriegt er sau viel XP durch das dreifache XP-Event auf Level. Also ich habe jetzt 30% und er hat jetzt schon wieder 20% und wir hatten immer genau gleich viel XP. Deswegen hatte ich so Schiss, dass der mir irgendwann mal nicht mehr hinterherkommt, weil ich kriege ja noch so doppelt XP, Schwachsinn, aber noch extra XP durch die Dungeons die ganze Zeit und manchmal giege ich auch noch. Also ich meine, da gibt es immer natürlich extrem wenig, aber ich meine, wenn man wirklich fast genau gleich viel XP bekommt, dann ist schon gefährlich, wenn man da immer noch so ein bisschen extra bekommt. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal komplett powerlevelt hier ein Level ab, damit ich das Safety einfach einen Platz habe. Und auf 105 wollte ich ihn eventuell auch noch machen, aber das schaffe ich jetzt beim XP-Event eh nicht. Aber das XP-Event geht mir persönlich jetzt relativ am Arsch vorbei eigentlich. Vielleicht morgen noch ein bisschen beim Psy-Leveln, aber weiß ich nicht. Eigentlich will ich das Drop-Event eher ausnutzen auf dem Char, wie gestern schon gesagt. Ist ja das Problem, dass jetzt beides gleichzeitig ist. Das ist auch was, was mich persönlich ein bisschen ankotzt, habe ich euch noch nicht gesagt, meine ich. Weil man muss sich halt entscheiden. Entweder man farmt oder man levelt. Man kann eigentlich nicht beides machen. Also kann man theoretisch schon. Naja gut, man kann es machen, aber nicht so effektiv, wie wenn man sich jetzt auf ein einzelnes konzentriert. Außer man ist jetzt irgendwie ultra der super krasse Suchti. Mit zwei PCs, 50 Echsen auf beiden, bla bla bla. Aber trotzdem, es ist einfach so mein... Ja, ich mag es nicht mehr, nicht so zu viele Sachen auf einmal, das ist einfach scheiße, ja. Wenn du dann noch irgendwie ein Video schaust, wenn du dann fünfmal Flyve offen hast, dann musst du dir merken, zu welchen Zeiten du wieder in den Dungeon kannst. Gleichzeitig levelst du, musst deine Party am Leben halten, musst schon, dass keiner lief, falls du eine eigene hast. Oder musst selber eine finden, auf zwei Chars, wenn du farmst. Also du machst dir auf dem einen erstmal selber eine, dann levelst du mit dem anderen. Bla bla bla, also das ist für mich ehrlich gesagt zu viel Stress und ich meine, das Spiel ist nicht dazu da, mir Stress zu machen. Weil dann macht mir das Spielen persönlich keinen Spaß, weil wenn ich das Spiel als Arbeit empfinde, dann macht mir das persönlich keinen Spaß mehr, weil ja, ich spiele es ja nicht, weil ich arbeiten will, sondern weil ich arbeite und dann spielen will sozusagen. Also Umkehrschluss sozusagen. Deswegen finde ich das nicht besonders geil. So, jetzt habe ich die Party... Ja, Kudo Lecky Level 17. Goddammit. Nicht ganz auf 40 gelevelt. Egal. Ja. Das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite aus. Etwas genial. Bei 4 NPCs die jetzt gedroppt. YOLO. Jeder davon ist eine Mio wert. Das ist so retarded. Übrigens, wenn ihr meinen Penya-Stand verfolgt habt, der jetzt in den letzten paar Tagen... Ich glaube, im ersten Video in dieser Woche... Oder in einem der ersten Videos, das ich mit dem Ranger gemacht habe, dürfte ich so 100, 200 Mio haben und jetzt habe ich 1 Milliarde und das ist wirklich nur durch NPC-Sachen verkaufen. Das Geld, was Dela, also alle Sachen, die ich irgendwie in Sahar stelle, Questy-Stacks, Schilder, Lightning 4-Cards, Set-Teile, alles andere, Volcano-Questies, irgendwas, alles, gebe ich alles Dela und der ist sozusagen mein Bank-Account, ja. Also der hat alle meine Perrin-Stacks, er hat alles, ja, er hat auch die Merchant Agreements, mit dem stelle ich Sachen in Sahar und so weiter und so fort. Deswegen ist das Geld hier nur gedroppt plus Materials Gift plus NPC-Sachen verkauft. 1 Milliarde in einer Woche. Das ist so crazy. Es ist so verfickt viel Geld, was ich da bekomme, das ist abnormal. Es liegt einfach nur auf dem Boden. 1 Mio gedroppt. Volcano Card 4% gedroppt. Es ist so geil. Doppel-Drop-Event ist das Geilste, was es auf der Erde gibt. Wirklich, da kann mir ein XP-Event, kann mir mal fett die Eier lutschen. Dagegen, das ist einfach nur retarded. Was ein Input-Wert? Keine Ahnung, mein Freund. Habe ich vergessen zu antworten. Ich habe es echt gesagt. Ich habe es gar nicht mehr gesehen bis gerade eben irgendwie. Keine Ahnung. Inputs. Was sind Inputs-Wert? Oh, Sword plus 3. 1,8 Mio-Wert. Schlawiner schreibt er. Schlawiner. Ich bin kein Wiener. Und ich bin auch kein Schla. Er hat meine Gefühle verletzt. Nein. Aber ja, das war's jetzt, wie gesagt. Ja, wünscht mir Glück, dass ich morgen besser droppe, aber... Ey, ich weiß nicht, was los ist. Also ich verstehe es einfach nicht, weil... Also ich habe nicht das Gefühl, dass Doppel-Drop-Event ist, wenn ich in den Dungeons bin. Also gut, okay, ich habe die Queen Eggs gedroppt. Okay, darüber war ich glücklich und die war auch einiges wert.
Er ist einiges wert, meine ich. Aber, ja, keine Ahnung. Also ich bin schon etwas enttäuscht, weil ich meine, Doppeldrop bedeutet Doppeldrop. Und ich droppe halt nicht doppelt, ich droppe Scheißdreck. Also das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Party-Skills sind mal... Okay, natürlich, ich meine, jetzt vorhin hatte ich keine Party-Skills an, aber ich meine, das hat sich jetzt ja nicht nur auf die drei Dungeons, die wir jetzt vorhin gemacht haben, bezogen, sondern auf das gesamte Wochen. Also ich meine, auf komplett Samstag, Freitag eigentlich fast 24/7 durchgefarmt, also im Endeffekt immer, wenn es ging, wieder in den Dungeons rein, also es waren schon einige Runs, die ich gemacht habe und das waren halt einfach schon wieder, what the fuck, nur B und 4% Karten gerade. Easy life. Deswegen, ja, keine Ahnung, also ich bin da etwas enttäuscht. Also an sich das Doppel-Drop-Event ist geil, aber wenn es auf die Dungeons kommt, ist es irgendwie versagt, ist total. Also ansonsten in allen Punkten super nice, aber Dungeons ist es kompletter Witz. Und andere Leute freuen sich halt wie Schnitzel, weil sie in jedem Dungeon eine Waffe droppen und ich, ja, fühle mich halt, keine Ahnung, nicht so gut dabei, wenn ich das nicht tue. Aber egal, jetzt wirklich, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.